Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu iZone TV, heute am vierten Messetag von der IFA 2011. Natürlich waren wir auch an diesem Tag wieder für Sie unterwegs und das sind die Themen, die wir vorbereitet haben. Kabellos und überall, wie Sie mit dieser Anlage Ihre Lieblingsmusik via Airplay streamen. Innovativ und kompakt, wie Sie mit diesem Stift Schrift und Sprache verbinden. Und moderne und Tradition, wie originelle Herde und klassische Rezepte zueinander passen. Ja, Kochen liegt wieder im Trend. Die passenden Geräte gibt's hier auf der IFA. Gleich mehrere Hallen sind gefüllt mit Geräten zum Kochen, Backen und Braten. Die entsprechenden Rezepte dazu gibt's aus dem Hause Falke Media, zum Beispiel aus der Landgenuss. Dazu bei mir die Chefredakteurin von Landgenuss, Hanna Kirstein. Hallo Hanna. Hallo. Ja Hanna, Kochen und Genuss liegen wieder im Trend. Kann man das überhaupt so sagen? Ja, absolut. Kochen liegt im Trend. Das geht durch alle Generationen durch. Leute in meinem Alter treffen sich abends und kochen gemeinsam. Gemeinsamkeit ist halt da ein großes Stichwort. Es passiert jetzt immer öfter, dass die Omas vielleicht auch ihren Enkel immer noch wieder Tricks von früher sagen und gemeinsam gekocht wird oder dass einfach ein neues Erleben stattfindet in der Küche. Wie entstand denn die Idee zu Landgenuss? Sind da persönliche Erfahrungen mit reingespielt oder? Auf jeden Fall. Also es ist bei mir halt wirklich so, dass bestimmte Gerichte Erinnerungen wecken an meine Kindheit. Oh, Oma hat besonders guten Nusspuffer gebacken und das weckt halt bei jedem Erinnerungen, der Geruch, wenn man irgendwo in die Küche kommt. Und Landmagazine sind darüber hinaus ja auch im Trend und da wir So ist Italien ja als erstes sehr erfolgreiches Kochmagazin bei Falke Media veröffentlicht haben, dachten wir, ein gutes Rezept wäre, beide Zutaten zusammenzumischen und haben uns dann für Landgenuss entschieden. Und wir präsentieren ländliche Geschichten und aber auch sehr viele Rezepte, damit der Leser was zum Nachkochen hat zu Hause. Du warst selbst auch jetzt hier schon ein bisschen auf der IFA unterwegs. Für den bewussten Genießer gibt es hier tatsächlich die passenden Geräte? Sehr wohl, da spielen die Hersteller eine wichtige Rolle, ebenso wie Landgenuss und eben der Leser. Alle sind genussorientiert, aber eben mit einem entsprechenden Bewusstsein. Also die Gerätehersteller setzen hier sehr viel auf ökologische Produktionsweisen, auf das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch für einen Leser sehr wichtig ist. Es gibt ganz viele energiesparende Geräte, wassersparende Geschirrspülmaschinen oder Produkte, die aus Recyclingmaterialien gefertigt wurden. Also das Thema ist sehr wichtig für alle Bereiche. Nun liegt die neueste Ausgabe von Landgenuss seit einigen Tagen im Handel. Vielleicht gibst du uns einen Überblick über die Themen der jetzigen Ausgabe. Ja, gerne. Also Erntedank liegt bevor. Das feiern wir mit schönen Herbstrezepten. Da haben wir Bratkartoffeln mit Pfifferlingen, mit Kürbissuppe, Kürbischutney. Dann ist auch das Oktoberfest, steht auch an. Und da wir ja auch sehr regional orientiert sind, zeigen wir natürlich auch original bayerische Rezepte. Da wird dann Spanferkel zubereitet und auch Dampfnudeln beispielsweise. Und in eine andere Region sind wir noch gefahren, nach Hessen. Da haben wir uns unter den Apfelwinzern umgeschaut, die ganz viele Spezialitäten auch kreieren und was auch wirklich sehr spannend ist. Euch zeichnet also Regionalität und Saisonalität aus. Vielleicht kannst du schon einen kleinen Ausblick in die neue Ausgabe geben. Ja, da steht Weihnachten an. So weit sind wir schon. Es geht dann um Plätzchenbacken. Da habe ich das alte Back- und Kochbuch von meiner Oma wieder ausgegraben. Da werden wir also die ganzen klassischen Rezepte einmal vorstellen. Das geht von Printen und Honigkuchen auch so weit, dass wir Spekulatius selber fertigen und das dem Leser zeigen. Und natürlich ein großes Thema ist dann auch der Braten. Da haben wir als Beispiel dann dieses Mal den Entenbraten gewählt und das Niedriggarn wird da ein Thema sein. Ja, neue Geräte für traditionelle Rezepte. Hanna, danke, dass du bei uns im Studio warst. Wir waren auch weiter auf der Messe unterwegs, nämlich unter anderem bei der Firma One Edu. Die hat den Bildungscharakter ganz stark in den Vordergrund gerückt und uns ein Produkt vorgestellt, mit dem das Lernen nun noch einfacher sein soll. OneEdu.de ist ein Online-Shop für Soft- und Hardware mit Bildungsrabatt, zum Beispiel speziell für Schüler, Studenten und Lehrer. Und da haben wir eben viele Produkte aus dem Bereich, die für diese Zielgruppe besonders perfekt geeignet sind. Eins davon ist der Smart Pen von LiveScribe. Das ist dieser Computer im Stift, mit dem 75% aller Schüler und Studenten, die den benutzen, ihre Noten verbessern können. Ich zeige jetzt mal warum. Der Stift nimmt alles auf, was man schreibt und was in der Zeit gesagt wird. Ich gehe also auf Aufnahme. Aufnahme läuft.
Und ich sage jetzt einfach meinen Plan für heute. Erstens, ich bin auf der IFA und will mir alles anschauen. Zweitens will ich dann nochmal den Smart Pen erklären. Drittens suche ich mir eine schöne Strandparty für heute Abend. Und viertens gehe ich auf oneedu.de und schaue mir da nochmal den Smart Pen an. Jetzt stoppe ich die Aufnahme und habe nur diese Zahlen hier aufgeschrieben, 1, 2, 3, 4. Aber wenn ich jetzt vergessen habe, was war zweitens nochmal, zeige ich einfach drauf. Zweitens will ich dann nochmal den Smart Pen erklären. Und dann spielt er genau das. Wenn ich auf viertens zeige. Und so geht nie wieder etwas verloren, was gesagt wurde. Ja, die AirPlay-Technologie aus dem Hause Apple, die gibt es nun schon seit ein paar Monaten. Bislang mangelt es allerdings an der entsprechenden Hardware. Wir waren auf der Messe unterwegs und haben so einiges entdeckt. Okay, so this is the iHome IW1 that I'm going to talk to you today. This is the first of our AirPlay technology. AirPlay is a brand new Apple technology which allows you to stream audio wirelessly from your iOS device, your iPhone, your iPad, or your iPod to your speaker, also from iTunes using Mac or PC. And what's great about the new IW1, it's a truly wireless solution. So we can stream our music from our audio device. We press on the AirPlay icon on our iOS device, select which speaker we want to play our audio through. So in this case, the IW1. Press play and start to stream our music across. So you can hear now that I'm playing music from my iOS device to the IW1 across the network. It has a built-in lithium-ion battery, so this means that you can stream your audio wirelessly to the IW1 and take it to any room in your house or even outside into the garden. So summer parties, barbecues, streaming your audio, it features Bon Jovi digital processing. So this actually scans the track live as it's playing and it makes enhancements to the clarity and to the output of the audio. So we're really excited about this product. We've had a great response to it so far. We're showcasing it here at IFA and it's going to be shipping in Europe middle of October. So you'll be seeing it in the stores soon. Ja, zu einer professionellen Videoaufnahme gehört natürlich auch ein ordentlicher Ton. Wir haben uns nochmal hier auf der Messe für Sie auf den Weg gemacht und das bisher kleinste drahtlose Kameratonsystem von Samsung entdeckt. Also was ich hier gerne vorstellen würde, ist das neue Wireless-Mikrofonsystem von der Firma Samsung mit dem Namen Airline Micro Camera System. Es besteht aus einem Sender, der sehr kompakt an dem Gürtel befestigt werden kann, und einem Lavalier-Mikrofon, was ich auch zurzeit hier benutze und am Revier angesteckt habe. Auf der anderen Seite, also auf der Kamera, befindet sich dann der Empfänger. Das ist ein True Diversity-Empfänger. Dann eine Verbindung via Kabel zu dem Mikrofon-Input der Kamera. Und somit lässt sich dann der Ton auf die SD-Karte der Kamera mit aufnehmen. Hier werden Funkfrequenzen zwischen 863 und 865 MHz benutzt. Damit ist das System auch bereit für die Zukunft. Und diese Frequenzen dürfen auch in Zukunft, also nach dem 01.01.2016, weiter frei benutzt werden in Deutschland. Zu dem ganzen System gehört dann noch so eine schöne Tasche, damit man auch alles leicht transportieren kann. Drin sind auch dieser Blitzschuhadapter für den Empfänger, mehrere Kabel, damit man eben auch immer den richtigen Anschluss hat. Aufgeladen wird das Ganze über ein USB-Kabel am Rechner oder dem USB-Netzteil. Und in dem System befindet sich im Sender und im Empfänger eben eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Laufzeit von circa 6 bis 7 Stunden. Und das ganze System besticht eben durch die Kompaktheit, durch die einfache Bedienbarkeit und wird in den Läden schon erhältlich sein für 299 Euro. Ja, wir sind leider auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Morgen erwartet Sie hier eine Expertenrunde zum Thema Steve Jobs und die Zukunft von Apple. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder reinklicken. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.